Hallo! Heute mache ich wieder ein Rezeptvideo und zwar gibt es heute Mangolassi, wie du schon im Titel gesehen hast. Und das ist ganz einfach, besteht aus 4 Zutaten und ist wirklich ganz schnell gemacht. Du musst nur die Zutaten, die ich dir gleich zeige, zusammenpacken in einen Mixer und dann geht es auch schon los ans Genießen. Also, jetzt zeige ich dir mal die 4 Zutaten, die du dafür brauchst. Wir haben 2 richtig schön reife Mangos. Die sind jetzt ein bisschen größer, das werden vielleicht so 400 Gramm Fruchtfleisch dann werden. Dann haben wir hier Cashewnüsse. Wenn du eine Rohvariante machen möchtest, sollten die in Rohkostqualität sein. Und dann haben wir hier Datteln. Ich habe hier mal so 6 Stück. Das werden, ja, so circa, schätze ich mal, ein guter Liter, anderthalb Liter Mangolassi. Und wer meine Videos schon öfter schaut, die Rezeptvideos, ich liebe Vanille. Also hier mache ich eigentlich fast überall mit rein Vanillepulver. Und du siehst wieder alles natürlich süß, keine Zucker zugesetzt und das Ganze in vegan. Das sind jetzt die geschälten Mangos und diese werden jetzt in Stücke geschnitten. Jetzt sind die 2 Mangos hier in Stücke geschnitten und jetzt kann ich alle Zutaten in den Mixer tun. Wer es sich einfacher machen will, kann natürlich auch gefrorene, geschnittene Mangos im Supermarkt kaufen. Allerdings ist frisch natürlich viel leckerer. So, jetzt haben wir hier die Mangos in dem Mixer, die Cashewnüsse, die Datteln und die Vanille. Und als letztes fülle ich das alles mit Wasser auf. So, dass es gerade so bedeckt ist, dann hast du nämlich, und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist, schön cremig. Das werde ich jetzt mal hier reinfüllen in das Glas, aus dem ich das gleich genießen werde. Durch die Cashewnüsse bekommt es halt diesen fruchtigen, frischen Geschmack. Und ja, ich würde sagen, lass es dir schmecken.